Binäre Suche. Also prinzipiell, sowohl was das Suchen angeht, als auch was das Sortieren angeht. Ich mache das immer mit Zahlen. Das ist natürlich nicht das, was wir irgendwie später machen werden, sondern wir sortieren dann vielleicht irgendwie Adresskarten oder sowas. Nur dieses Sortieren, beispielsweise bei so einem Datensatz einer Adresse, geht ja auch nach einem Attribut dieses Adresssatzes, oder von mir nach zweien. Typischerweise jetzt beispielsweise irgendwie der Vorname oder Nachname oder Postleitzahl oder was auch immer. Das Einzige, was sich ändert bei den Verfahren, die wir besprechen werden, ist irgendwie so das Vergleichskriterium. Die Anzahl der Schritte ist dadurch auch nicht betroffen. Ja, wir zählen irgendwie Vergleiche. Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich jetzt einen String vergleiche oder eine Zahl. Bezogen auf die Eingabegröße, das wäre ja die Adresskartei, ja, ist aber immer beispielsweise nur ein endlicher Platz ja für den Nachnamen vorgesehen. Keine Ahnung, 20 Bit oder 30 Bit oder 30 Byte oder so. Das, was wir hier machen, ist irgendwie universell einsetzbar, nur wir machen das natürlich immer am Beispiel von Zahlen, weil das irgendwie einfach darzustellen ist. Aber wir können das natürlich relativ leicht dann ausdehnen, auch auf andere Sachen. Man muss letztendlich nur die Vergleichsoperationen ändern, andere Vergleichsroutinen verwenden und vielleicht auch die Felder dann anders deklarieren, mit denen wir dann da arbeiten. So, suchen. Stellen Sie sich vor, Sie haben auch jetzt wieder ein Feld von Zahlen. Und bei Zahlen ist das jetzt vielleicht nicht so spannend, aber stellen Sie sich vor, jedes Kästchen steht jetzt für eine Adresse oder eine Anschrift. Ja, und ich hätte jetzt gerne die Telefonnummer von Lieschen Meyer. Ja, und wir haben jetzt hier, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Einträge drin. Wenn die Einträge jetzt so sind, 2, 7, 4, 9, 13, 1, was haben wir noch nicht? 8 haben wir noch nicht, 5 haben wir noch nicht, 11 haben wir noch nicht und 7 haben wir noch nicht. So, Lieschen Meyer, die hat jetzt irgendwie die 9. Wir suchen die 9. Wie gehen wir denn da vor? Bei dieser unsortierten Folge wird uns nichts anderes übrig bleiben, als zu durchsuchen. Was heißt das? In der Sprache des Aufwandes? O von N. Wir müssen einmal durchlaufen. So, jetzt sind wir aber schlau. Wir machen nämlich unsere Adresskartei. Die speichern wir jetzt anders. Wir organisieren das so. Wie finden wir denn jetzt geschickt die Nummer 9? Tricks kann ich mir jetzt nur überlegen anhand der Indizes, weil ich nicht weiß, was drin steckt. Ja, das ist irgendwie hier Index 1, der Index N. Und dann gucke ich mir beispielsweise, oder sagen wir so, ich greife mir das Element hier raus, ja, als mittleres Element. Das gucke ich mir an. Was kann ich denn jetzt sagen? Ich suche die 9. Hier steht die 7. Was weiß ich dann? Den Teil kann ich komplett vergessen. Den muss ich nicht mehr durchsuchen. Ich gehe hier rein. Ja, das heißt, das ist das Ding, was ich jetzt weiter untersuchen muss. Und das kann ich ja jetzt wieder genauso machen. Ne? Ich würde wieder halbieren. Jetzt haben wir hier irgendwie eine gerade Anzahl. Die kann ich schlecht halbieren. Sagen wir mal so, ich nehme jetzt diese Zahl hier raus. Also ich schreibe mir die jetzt einfach mal hier hin. Also das bleibt übrig. 8, 9, 11, 13. Ja, und auch da halbiere ich jetzt wieder. Und wir halbieren jetzt mal irgendwie ungeschickt. Sagen wir so, ich greife mir jetzt das Element raus als Mitte. Da muss ich mich für einen von beiden entscheiden. Ich hätte jetzt die 9 schon wählen können, aber ich gucke ja in die Elemente nicht rein. Ich mache das nur anhand der Indizes. Also, ich wähle mir jetzt das hier aus, stelle fest, 11 ist größer als 13, also den Teil können wir vergessen. Wir gucken uns dieses hier an. Es bleibt also übrig 8 und 9. Ja, und dann finden wir jetzt die Mitte genau in dem und dann können wir sagen, bingo, wir haben es gefunden. So, und das war jetzt die binäre Suche. Und das ist genauso, wenn Sie zu Hause eine Telefonnummer suchen. Schlagen Ihr dickes Telefonbuch auf. Ich weiß jetzt nicht, wie dick das von Osnabrück ist. Aber stellen Sie sich vor, Sie hätten das New Yorker Telefonbuch. Das ist irgendwie ganz dick. Ja? Dann schlagen Sie auch irgendwie erstmal so in der Mitte auf und gucken, aha, jetzt bin ich irgendwie bei L und ich suche irgendwas, ich suche irgendwie Smith. Ja, dann gehe ich halt sozusagen in die zweite Hälfte rein. Genau das ist die binäre Suche. Wir können das nämlich auch als eine Anwendung des Divide-and-Conquer-Ansatzes ansehen. Das Divide besteht darin, dass wir sagen, wir prüfen das mittlere Element. Das Conquer, wir untersuchen rekursiv eines der beiden Teilfelder. Eben bei dem Merge-Shot haben wir das auf zwei Teilfelder angewendet. Jetzt brauchen wir nur eines der beiden Teilfelder, weil das andere schmeißen wir weg. Und der dritte Schritt, das Combine, zusammenfügen. Was passiert da hier bei dem Binary Search oder binärer Suche? Was müssen wir da noch tun? Datensatz auslesen, können wir irgendwie verarbeiten. Aber es ist nichts mehr Explizites zu tun. Wenn wir dann gefunden haben, haben wir gefunden und wenn nicht, dann haben wir halt nicht gefunden. Dann können wir eine Meldung ausgeben, jawohl, hier ist er. Oder ich habe den leider noch nicht gespeichert. Combine, da ist nichts zu tun. Ja, die Gleichung, die da entsteht, wieder so eine Rekurrenzgleichung.
Ich möchte das jetzt genauso machen wie bei dem Merge Sort. Ich möchte also irgendwie dieses T von N jetzt hinschreiben, quasi so ein rekursiver Ansatz. Was muss ich da hinschreiben? Eben hatten wir da stehen, zweimal T von N halbe. Also, ich habe nur einmal T von N halbe. Also quasi eben hatten wir zweimal da stehen. Hier haben wir jetzt nur noch einmal, weil den einen Teil schmeiße ich einfach weg. Was muss ich noch dazu rechnen? Also ich muss irgendwie sozusagen den Verarbeitungsaufwand hier prüfe mittleres Element. Das kann ich irgendwie so dahin schreiben. Ne? Oder auch Theta von 1, ist egal in diesem Fall. Ja? Weil das kann ich irgendwie exakt abschätzen. So, das ist quasi hier diese 1. Anzahl Teilprobleme. Aufwand für Teilen plus irgendwie Ergebnis. Das ist genau der Schritt hier oben. Also prüfe das mittlere Element. Ja, und dann sozusagen aufteilen. Und beziehungsweise der Schritt für den rekursiven Aufruf mit dem TN halbe. Ja, genau. Einfach nur sozusagen das mittlere Element berechnen. Ja, das ist quasi eine Operation. Da ist auch ganz egal, wie groß das Ding ist. Ja, ich stecke dann nur irgendwie irgendwelche zwei Zahlen rein. Also irgendwie, keine Ahnung, wenn wir hier sowas haben, wenn wir ein Feld haben von 1 bis N, dann wäre das irgendwie M ist gleich N halbe oder irgendwie hier sowas. Eine unabgerundete von oben. Also das binäre Suche. Was haben wir hier für einen Aufwand? Wie lange dauert das Ganze? Wir möchten jetzt eine Worst-Case-Aufwandsanalyse machen. T von N ist gleich T von N halbe plus O von 1 hatten wir, ne? Das ist die Gleichung. Und da hätte ich jetzt gerne gewusst, was kostet mich das? Ich male jetzt einfach mal so einen Baum auf. Ich fange mal hier an. Es läuft schon auf einen Logarithmus hinaus. Ne? Also wir haben hier beispielsweise, ich schreibe mal hin, die Anzahl der Elemente, wie viele Elemente denn übrig bleiben. Und jetzt setzen wir halt voraus, n ist gleich 2 hoch k, genauso wie eben. Einfach um das irgendwie sauberer, uns da nicht mit irgendwie Rundung oder sowas abmühen zu müssen. Also ich fange mal hin. Ich fange an mit n Elementen. Und auch das teile ich auf, sozusagen. Was bleibt denn übrig, wenn ich sozusagen einmal durchlaufen bin? N halbe, ne? Und der Rest, den brauchen wir nicht. Was bleibt denn davon übrig? Und irgendwann landen wir bei 1. Was haben wir für einen Aufwand auf jeder Ebene? Wie aufwendig ist das, sozusagen von dem Schritt zum nächsten zu kommen? Also einfach das Problem aufzuteilen. 1, O von 1 ist das, ne? Konstanter Aufwand. Ich berechne dieses mittlere Element und starte den rekursiven Aufruf. Das sind zwei Schritte, die ich brauche. Konstanter Aufwand. Was mache ich hier? Was habe ich hier für einen Aufwand? Auch wieder O von 1, ne? Bis unten runter, O von 1. So, und jetzt hier die Frage, wie hoch ist dieses Ding? Wie oft muss ich n halbieren, um auf die 1 zu kommen? Wieder log n. Genau das gleiche wie eben auch. Ich schreibe es jetzt noch einmal dran, dann spare ich mir das Logarithmus zur Basis 2, weil ich halt gerade immer durch die 2 hier teile. So, und was heißt das dann für unseren Aufwand? Log n mal O von 1 ist log n. Das heißt, wir haben logarithmischen Aufwand. Und das ist schon ziemlich gut. Das geht aber natürlich nicht immer, sondern das geht nur, wenn wir halt diese Folge von Elementen bereits sortiert haben. Ja? Und da muss man sich natürlich angucken, wenn ich jetzt beispielsweise für so eine Adresskartei vorsehe, wo entsteht quasi die Arbeit? Also, wenn ich eine unorganisierte Adresskartei habe, dann, ja, wenn ich sozusagen einfach sage, ach, eine neue Adresse, packe ich einfach hinten hinter meine Kartei. So, wenn ich dann später häufig darauf zugreife, kostet mich das natürlich Zeit, weil da brauche ich O von N. Wenn ich aber sage, ach nee, beim Einfügen, da versuche ich mal sozusagen diese sortierte Reihenfolge aufrecht zu erhalten und ich sage, so, jetzt möchte ich hier gerne die 6 einfügen, dann hängt es so ein bisschen von meiner Datenstruktur ab. Ja, wenn ich so ein Feld habe, dann muss ich die anderen alle verschieben. Oder wenn ich irgendwie eine Liste habe, dann kann ich die dazwischen hängen. Das heißt, beim Einfügen entsteht Aufwand. Aber wenn ich dann später häufig darauf zugreife, kann ich das natürlich wieder einsparen. Da muss man sich dann auch so ein bisschen angucken, Mensch, wie sieht denn sozusagen das Zugriffsverhalten da auf meiner Datenstruktur aus? Ja, wie organisiere ich das? Mache ich das unorganisiert? Ja, oder organisiere und habe dann später den Vorteil beim Zugriff? Muss man irgendwie abwägen.